Tourismus und Klimaschutz, das sind zwei Bereiche, die sich oft sehr schwer tun, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Interessen sind teils völlig unterschiedlich, etwa wenn es um den Ausbau von Skigebieten geht. Aber es gibt auch immer mehr Beispiele, wie man beides unter einen Hut bringen kann. Das klimaneutrale Hotel Chesa-Valisa im Kleinwalsertal ist eines davon. Schon vor 25 Jahren hat der Wandel in Richtung Klimaschutz im Kleinwalsertaler Hotel Chesa-Valisa begonnen. Nach der Mitarbeit an einem ökologischen Tourismuskonzept für Bhutan wollte der Hotelchef auch im Kleinwalsertal neue, umweltschonende Wege beschreiten. Am Anfang war es schon so, dass die grünen Spinner auf dem Buckel oben, oder? Wo wir gestartet sind, gab es einen einzigen Biobauern im Walsertal. Jetzt gibt es 16 oder 17. Von 25, Tendenz steigend. Hier kommen nur zertifizierte Bio-Lebensmittel zur Verarbeitung in die Küche. Der Großteil davon direkt aus dem eigenen Garten und aus dem Kleinwalsertal. Und auch die Energieversorgung des Hotels ist inzwischen völlig klimaneutral. Wir haben also früher mal 150.000 Liter Erdöl gebraucht. Wir sind inzwischen erdölfrei. Wir haben für Strom und Wärme einerseits die Photovoltaikanlagen, die auf jeder südlichen Seite vom Haus mitverarbeitet sind. Und zum anderen gibt es seit 12 Jahren im Rahmen einer Genossenschaft ein Fernwärmeheizkraftwerk im Walsertal. Und auch in der Architektur zeigt sich das Naturhotel naturverbunden. Holz und Lehm sind die dominanten Elemente. Verschönert werden die Räumlichkeiten immer wieder mit naturnahen Ausstellungen heimischer Künstler. In jedem Gästezimmer ist eine Wand mit Lehm verputzt, eine natürliche Klimaanlage, die ein angenehmes Raumklima schafft. Gemeinsam mit seiner Schwester Magdalena führt David Kessler nun seit 2 Jahren das Hotel. Sie wollen bezüglich Klimaschutz die Linie der Eltern weiterführen und ausbauen. Aktuell bauen wir 2 Mitarbeiter-Lodges, das wären die ersten klimaneutralen Mitarbeiterhäuser in Vorarlberg. In Vorarlberger Holzbauweise, Passivhäuser, dreifach verglast und einfach auch, dass die Mitarbeiter genauso leben wie die Gäste. Traditionell und trotzdem innovativ, naturbelassen und trotzdem modern, authentisch und familiär. Das soll auch in der nächsten Führungsgeneration das Leitbild des Chesa-Valisa bleiben.